Die US-amerikanische Fed koppelt sogar direkt ihre Geldpolitik an die weiteren konjunkturellen Aussichten. Und auch die Lage in Europa könnte durchaus besser sein. Ob es vielleicht 2014 wieder Grund zur Hoffnung gibt, zumindest auf konjunktureller Sicht, das weiß mein heutiger Gast, Hendrik Wolf von der Wolf & Hecker Finanzconsulting AG hier aus Stuttgart. Herr Wolf, erstmal zur aktuellen Lage. Wie würden Sie denn die aktuelle konjunkturelle Lage weltweit beurteilen? Insgesamt rechnet das IWF mit 3% Wachstum weltweit. Das ist etwas weniger als in den Vorjahren, aber auch gar nicht so schlecht. Wobei die Entwicklung sehr unterschiedlich verläuft in diesem Jahr. Man hat eigentlich ja etwas, teilweise auch Enttäuschungen aus Asien, aus China, teilweise auch Lateinamerika, etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Auf der anderen Seite, die Zahlen aus den USA kommen relativ gut. Dort scheint sich die Konjunkturlokomotive doch in Gang zu setzen. Und in Europa bleibt es weiterhin schwierig, wobei man doch gewisse Bodenbildungen da und dort erkennen kann. Wie ist die Lage für 2014? Geht es dann endlich auch in Europa wieder aufwärts? Ja, die Aussichten sind gar nicht schlecht. In den USA wird damit gerechnet, dass sich die Lokomotive nochmal beschleunigt, dass wir Richtung 3% Wachstum gehen werden und dass eben auch unsere Krisen- und Problemländer in Europa wieder etwas zulegen können, dass sich auf dem niedrigen Niveau dann doch ein Boden bildet und über die höhere Produktivität auch wieder ein Plus bei der Beschäftigung steht, die Arbeitslosigkeit moderat zurückkommt. Da sind die Zahlen teilweise ganz gut. Und davon würde Deutschland natürlich sehr profitieren. Aufschwung in den USA, gleichzeitig eine gewisse Belebung in Europa. Dorthin gehen viele der Exporte aus Deutschland und es würde der Konjunktur auch bei uns sehr gut tun. Deswegen auch die Prognosen durchaus vom Wachstum zwischen 1-2%, was nicht schlecht wäre. Wenn wir speziell nach Europa blicken, welche Chancen, welche Risiken sehen Sie da? Ja, fangen wir mal mit der Risikoseite an. Da ist natürlich weiterhin das Thema Staatsschulden und wie reagieren die Kapitalmärkte drauf. Es gibt ja manche Experten, die sagen, wir bekommen noch Probleme, was Frankreich angeht. Möglicherweise im Spätherbst Richtung Winter. Man sieht es im Moment an den Renditen nicht. Die liegen nur etwa 0,6-0,7% oberhalb der Renditen für deutsche Staatsanleihen. Aber wenn natürlich das aufbrechen würde, wenn Italien, Spanien wieder, sagen wir, in das Visier auch des Kapitalmarktes kämen und vielleicht Frankreich auch, dann wäre das eindeutig schlechte Vorzeichen fürs nächste Jahr. Auf der anderen Seite, von der Exportseite durchaus positive Fantasie in Richtung China, aber auch USA, könnten doch die Exporte auch der im Moment schwächeren europäischen Länder im nächsten Jahr überraschen. Wie lautet das schlussendliche Fazit? Was kann der Privatanleger aus dieser Gemengelage machen? Ja, wenn wir 2014 positiv einschätzen, was die Konjunktur angeht, dann kann man durchaus innerhalb des Aktienblocks, den man ohnehin natürlich dabei haben sollte, umstellen auf die eher zyklischen Werte. Das heißt, sich überlegen, Automobilwerte, Chemiewerte, Maschinenbau, Werte eher reinzunehmen, die von einem Wirtschaftsaufschwung profitieren. Und da gibt es natürlich insbesondere in Europa, aber auch in den USA sehr viele gute Werte. Und auf die sollte man in unseren Augen in den nächsten 12 Monaten setzen. Professor Hendrik Wolf von der Wolf & Hecker Finanzconsulting AG aus Stuttgart, vielen Dank für das Gespräch.